Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 die Hexenkönigin Let's Plays. In diesem Part werden wir Dynamikkontrolle machen und damit los geht's. Ah ja, Fragment. Eine herrliche Karte. Natürlich fand es der Part so anfangen, dass ich mich über was beschweren habe. Weil es ja sonst nichts gewöhnliches ist. Ja gut, danach was jetzt ist, eh schon gewöhnlich genug. Ja, wissen wir, was das ist. Also, let's go hier rein da. Na gut, da kommt man nämlich hinterher. Ja, das sollte ausreichen. Ohne Zonen auch kein Sieg. Und ja gut, das muss ich jetzt hier nochmal schnell anschalten. Ah, dann ab erstmal rauf auf die Gegner. Der gesagt, auf Zone B würde ich sagen. Zone C dürfte man jetzt sicher haben. Also ab rein in die Masse. Zone ja, in C etwa so. Das scheint sogar funktioniert zu haben. Ja, okay. Ich weiß zwar nicht, wie schnell der gerade eben so viel Leben verloren hat, aber okay, naja. Auch gut. Und dann haben wir jetzt gleich auch noch Zone A und Zone und ein kurzes Powerplay, aber die Zone B haben sich direkt wieder die Gegner gekrallt. Ja, stell dir vor. Ich dachte, wir müssen sie direkt wieder verlieren. So, und direkt wieder ran da. Ja, und so viel Zone B mitgenommen. Also ab auf die Zone B. Quatsch, Zone A. Oder halt in Vernicht. Das geht auch. So, also, jetzt aber wirklich bitte erfolgreich auf Zone A. Nicht eben... Ja, okay. Als ob ein Jäger... Warum One-Shot der mich irgendwie? Aber ich muss kaum Two-Shot. Na ja, gut, das war aber klar. Also, wenn ich den bekommen hätte, dann wäre was ganz falsch gelaufen. Naja, dann hier ab auf Zone C. Ja gut, das ist egal. Zone C angenommen und außerdem führen wir auch. Also läuft hervorragend gerade. Und dafür nehmen sich die Gegner Zone B und ich gehe auf Zone A. Werde wahrscheinlich eh gleich erledigt, bevor ich über irgendwas reißen kann. Oder nicht. Was war der hingeschossen? Naja, egal, ab zur Zone B. Ja gut, nee, das habe ich sowieso niemanden. Okay, dann komm her. Warte mal. Schon wieder, was zur Hölle war das? Ich will jetzt mal mehr. Wie zur Hölle kann er mich die ganze Zeit so schnell erledigen? Also ich weiß es jedenfalls nicht. Und abgesehen davon mache ich schon wieder viel zu lange Pausen während den Sätzen. Also der, wo ist der gerade hin? Ah, da. Ist das hier immer so ein One-Shot oder was? Da verstehe ich hier irgendwas falsch, weil ich keine Ahnung. Na, die One-Shot-Party oder was? Na egal, ab auf Zone B. Einfach für Good Measure auch noch gehen. Okay, wo? Ja, okay. Auge um Auge. Nachsicht. Oder was auch, keine Ahnung. Also, dann wieder ab auf Zone C und dann halt durch den Rest hier durchmarschieren. Alles klar. Irgendwie läuft hier nichts gerade so, wie ich es eigentlich vorhab. Ja, das hat auch nicht. Es geht auch nicht klar. Was auch immer hier gerade schon wieder passiert. Ja, wirklich, noch 5 Minuten. Das kann man ja überhaupt nicht da oben sehen. Und okay, das war einfach nur blind. Ich bin der Gegner rennt schon auf dich zu. Und was machst du? Erstmal zweimal daneben schießen. Genius. Naja, was soll's. Ab auf Zone A und dann halt eben auf den Rest der Gegner. Sofern das was wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber na, wobei. Bei dem Speed, wo man hier einnimmt, geht das eigentlich relativ fix. Okay. Da, zack. Wo ist. Hier war doch gerade eben jemand. Ja, okay. Doch, da. Na, immerhin hat nicht den zumindest mal eine Vorlage geliefert. Also ist ja auch was. So. 153 Punkte von, wie viel ist denn das? 200, 250. So oder so, so helfe ich niemandem weiter, wenn ich hier so weiter mich weiter umschlage. Also, naja. Einfach abnormal weiter. Okay, ne. Okay, das war jetzt nicht so wirklich, wenn ich hier einen mitreißen konnte.
Aber was soll's. Ja. Mach weiter so. Und der Sieg ist. Ach wirklich. Warte, was? Ich hätte das überlebt. Richtig überrascht hat das gerade geklungen. Überhaupt nicht nur monoton, wahrscheinlich. Jetzt im Ziel bin ich auch zu blöd, oder was? Naja, was soll's. Wo ist der dann? Also. Dann hat sich das auch. So, dann Zone B und C brauchen wir wieder. Und abgesehen davon haben wir jetzt gleich schon 200 Punkte. Gib nicht nach. Dann ist die Schlacht. Ja, ach, wirklich. Du hast den Zonenvorteil. Okay, das soll mit sowas von schief gehen. Ein sauberer Sieg. Okay, 200 Punkte brauchen wir zum Sieg. Okay, ach, ich kann gerade kein Schild werfen. Gar nicht mitbekommen. Ziele eliminiert. Ja, stell dir vor. Ein ganz sauberes Match. Und ja, damit würde ich eigentlich auch sagen, war es das mit diesem Part. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.